Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, ich möchte gern versuchen, hier einzubrechen. Schimpfen tut noch keiner. Ich muss nochmal laden. Ich versuche hier einzubrechen und an möglichen Erzbrocken zu kommen. Ach, jetzt habe ich wieder versemmelt. Entschuldigung. Es wird ein bisschen brauchen. Die Tür ist nämlich ein harter Brocken. Tatsächlich. Okay. Diesmal habe ich nicht so Glück. Man kann sich nur entscheiden zwischen links und rechts, ne? Das ist nicht so wie bei Risen, dass man das dann irgendwie so heraustüfteln kann. Schau. Lol. Man hat halt ab und zu Pech. Muss mal probieren, um Dietrich hier zu sparen. Ich hätte mir den einen sparen können zu kaufen. Tatsächlich. Okay. Noch ist ruhig. Das heißt, ich kann hier einen neuen Spielstand anlegen. Spielstand Nummer 6. So, Speicher, Speicher. Hui. Dann machen wir vielleicht mal die Tür zu. Nicht, dass uns hier jemand sieht. So, ich kann leider noch nicht schleichen. Aber ich hoffe sehr, dass es trotzdem klappt. Ah, verdammt. Ich könnte es aber probieren. Warte, ich habe hier zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, so klappt das schon mal. Okay. Schimpfen tut auch keiner. Passt. Dann lade ich das nochmal. Ich hoffe, ich habe mir das gemerkt. 3, 4, 2, 2. Also 2. So. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Jawohl. Heilkräuter. Noch ein Heilkraut. Seraphis ein Haufen. Ein Haufen Waldbeeren. Steinwurzel. Flammendorn. Quecksilber. Okay. Ein paar Tränke. Fein. Die war schon mal lukrativ. Können wir sofort speichern. Sehr brav. So muss das ausschauen. Sehr, sehr gut. So. Nächste Truhe. Ah, verdammt. Probier's nochmal. Okay. Ja, das ist halt zum Üben. Hilft nichts. So. Und zack. Jawohl, das war Glück. Fell eines Schattenläufers. Die Platten eines Minecrawler-Kriegers. Oh, wie geil. Wolfsfell. Mhm. Oh yeah. Nice. Können wir gleich speichern auch. Noch hat sich keiner beschwert. Gut, dass wir die Tür zugemacht haben. Fällt es vielleicht nicht auf. So, gespeichert haben wir. Nächste Tür. Truhe. Ah, verdammt. Okay, muss ich nochmal laden. Er ist halt zum Üben, weißt du. Ich werde es wieder verkehrt machen, ist aber kein Problem. So. Okay. Okay. Nochmal. Okay, abwechselnd. Okay, nochmal laden. So. Hoppala. So. Ja, ist ein bisschen herumprobieren, aber... Ist wichtig, dass wir so wenig Dietriche wie möglich hier verschwenden. So. Bier ein Haufen, Wein, Schinken, Brot, Käse, Reis und Reisschnaps. Sehr gut. Können wir gutes Geld damit machen. So, abermals speichern. So, und nächste Truhe. Okay. Okay. Ja, ist zum Probieren wieder. Das ist alles rechts momentan. So, 1, 2, 3, 4. Jawohl, sehr gut. Essenz der magischen Energie. Heiltrank. Krüge. Pfannen. Becher und Schüsseln. Sehr gut.
damit ordentlich, ordentlich was mitgehen lassen. Hä? Ich will da raus. Danke. Mach auch wieder zu. Mach zu die Tür. Sehr brav. So. Sehr gut. Da können wir jetzt schon einiges an Geld erwirtschaften. Weil so viel zum Essen brauchen wir ja gar nicht. Fangen wir schon an mit dieser Mordrack. So, speichern. So. Hey du. Herr Fisk. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Bitte. So, jetzt können wir Geld machen, meine Lieben. So. Die Panzerplatten. Wie viel Gold hat er? 220. Dietrich behalte ich natürlich. Das Fett, das Quecksilber, habe ich keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Ich behalte es vielleicht mal. Schattenläuferfell, Wolffell. Kann man hergeben. Den Krug. Die Pfannen. So, und da haben wir 220. So schnell macht man Geld. So, da könnt ihr gleich oben bleiben auf Steuerung und rechter Pfeil das, dann geht er schneller. Dann könnt ihr das Tastaturbild schonen. Da wir jetzt so viel Graffel haben, werde ich auch gleich schauen, wie viel Stärke wir haben. Weil dann könnten wir uns ein neues Schwertchen leisten. Das dauert ein bisschen. Ja, ja. So. So. Dann tun wir das nochmal handeln. Ja. Dann beende ich das jetzt mal kurz, das Gespräch. Ich möchte schauen. Wir sind Stufe 1. Erfahrung haben wir. Nächste Stufe, das dauert ein bisschen. Stärke haben wir 10. Geschicklichkeit haben wir auch 10. Okay. Fisk, ich muss dich kurz noch stören. Zeig mir bitte nochmal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du hattest hier benötigt die Stärke 18 für den Wundendorn. Hm. Ciao. Ich muss mal kurz zu Diego. Ich werde das mir schnell lernen. Schnell beibringen und jetzt habe ich 10 Stärke, das heißt, ich brauche 8. Okay. Ich werde auch das Bunk genau versuchen zu lernen, um wirklich keinen Erfahrungspunkt zu verschwenden. Und dann, wir haben jetzt erst zum Glück sehr viel Items gefunden, die wir verkaufen können. Und wenn ich ganz viel Glück habe, können wir uns jetzt auch sehr bald die Butlerhose, die starke, die gute, leisten. Hoppala. Ich wollte es jetzt nicht. Ich wollte. Steck die Waffe weg. Entschuldigung, ich wollte nur. Ja, ich wollte hüpfen. Tut leid. Hey, Diego. Bring mir was bei, bitte, gell? So. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit. Ich möchte bitte Stärke. Einmal 5. Und 1. 2. 3. Das reicht. Danke. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ja. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja. Tschüssi. Mach's gut. Jetzt kann ich mir noch die Waffe kaufen. Dann müsste ich jetzt, bräuchte ich nur ein paar Sachen tauschen. Das müsste funktionieren. Und keine Sorge wegen dem Erz, ne? Ich glaube, man muss nur ein bisschen schlafen oder so, ein paar Tage vergehen lassen, einen Tag oder so, dann kriegen die wieder neues Erznachschub normalerweise. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das waren noch Zeiten. In Gothic 2 hätte man sich das gewünscht, wenn man noch so viel Erz hätte. So, guten Tag. Herr Fisk. Hey du. Zum Glück ist hier beides möglich. Tauschhandel und zeig mir deine Ware. Mit Währung. Ich möchte gern dein bestes Schwert haben. Hoppala. Danke. Hast du schon Erz wieder bekommen? Nein. 35 hätte er gern. Ich habe jetzt einen Knüppel. Also ich dachte, es wären zwei Spitzhacken, aber es ist ein Knüppel aus dem Sack. Tja.
Dann die Pfannen mal. Da muss ich schauen, ob das sich so irgendwie ausgeht. Und irgendwas, was eins wert ist. Okay, der ist gar nichts wert, die Fackeln. Lol. Ja, da muss ich einen Erzbrocken jetzt opfern. Oder eine Schüssel. Kriege ich da noch irgendwas her, was eins wert ist? Na, das ist alles zwei wert, ne? Egal. Sollte, glaube ich, auch funktionieren. So. Passt. Servus. So. Jetzt können wir... Hoppala. Jetzt können wir die Waffe tauschen. Sehr gut. Machen wir ein bisschen mehr Damage. Das ist gut, gut, gut. So. Ja. Ja, jetzt bleibt die Frage übrig, was machen wir? Wir brauchen... Achso, ich könnte ihn schon bestechen, ne? Mit 100 Erz, dass ich die Information kriege, wer es hat. Das heißt, wir speichern jetzt noch einmal. So. So. Hey du. Ja, hey du. Und zwar, wegen dem Schwert. Ja. Das können wir überspringen. Ja. Da hast halt deine 100. Was hältst du von 100 Erz? Ach ja, jetzt erinnere ich mich. ich kann dir nur so viel sagen. Sprich mal mit Fingers darüber. Ach, hör auf. Das ist alles? Das ist alles. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Jetzt können wir wieder was verkaufen eigentlich. Ach Gottchen. So, jetzt habe ich wieder den Bug. Ich werde auch das Quecksilber hergeben. Ich krieg da jetzt 19 Erzbrocken. Super, echt. 19 Erzbrocken kriegen wir dafür. So, besser als nichts. Annehmen. Ciao. Super. Mit Fingers müssen wir reden. Da bin ich jetzt schneller. Wenn ich hier lang laufe. Ja. Super, ne? Wie gewonnen, so zerronnen. Teure Informationen, muss man ehrlich sagen. Aber es ist ja klar irgendwie, dass er ein bisschen seine Finger im Spiel hätte, ne? Dann laufen wir mal. Servus. So. Immer wieder auf und nieder. Was tut man nicht alles für Erfahrungspunkte? Das brauchen wir halt schon echt viel. 1500 ist wirklich viel. So, du komischer Gauner. Servus. Was weißt du über Hunos Schwert? Warum sollte ich was darüber wissen? Fisk hat mir deinen Namen genannt. Wenn das so ist. Ich habe vor kurzem jemanden im Öffnen von Schlössern ausgebildet. Ich denke, bei ihm könntest du das finden, was du suchst. Sein Name ist Cheese. Aha. Danke. Mach's gut. Cheese. Okay. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht mit diesem komischen anderen Typen da zusammen krache. Ach du Heilige, wo war der jetzt schnell? Bin jetzt schneller in der Richtung oder in der anderen? Ah, Entschuldigung, bin gerade am Mikro angestoßen. Ich glaube, hier drüben bin ich schneller. Hoppala.
Ich denke immer, hüpfen mit Leertaste stimmt aber nicht. Entschuldigung. So. Also Cheese. Na 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 na. Das hört sich immer so komisch an, wie so ein Laser. Ja, man muss aufpassen, da hast du recht. Man muss immer aufpassen. Oh, ach, Sly. Sly hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Aha. Und was? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Mhm. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, leg ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Okay. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Okay. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ja. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay, danke. So, ja. Stimmt, da darf ich eigentlich nicht durch, ne? Ich gehe aus und um. Ich will ja kein ganzer Arsch sein. So, hier hoch. So. Dann wäre gut speichern, weil wenn mir der eine wieder angeht, dann bin ich des Todes, weil ich habe immer noch keine Butlerhose. Wer hätte das gedacht? Ein Butler. Noch ein Butler. Ich suche jemanden, der Cheese heißt. Der hat hier letztens gebraten sein Fleisch. Ist er noch da? Hallo? Sind Sie hier? Da schläft jemand. Warte doch mal. Oh. Ich hab... Warum? Fand ich echt... Das heißt... Entschuldigung. Ich werde da... Steck die Scheiße... Steck die Scheiß... Steck die Scheißwaffe... Steck die Scheiße... Wo ist denn hin? Hallo? Soll ich dir aufs Maul hauen? Steck das Ding weg! Glück gehabt! Geht's dem Dom gut? Hallo? Keine Ahnung. Hier ist ein Bett mit einer Truhe, ein Butler, noch ein Butler. Ich suche jemanden. Cheese? Aha, jetzt kommt er. Kann ich mich schon darauf vorbereiten? Komm nur, du Gauner. Bist du dumm? Keine Ahnung. Der ist, glaube ich, nicht ganz bei Trost. Da schläft ein Dingensbums drinnen. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Cheese ist. Das ist der Schmied, ne? Das ist nur ein Butler. Cheese? Cheesecake? Hallo? Der hat hier doch letztens Fleisch gebraten. Er muss doch irgendwo wohnen. Verdammt. Jawohl, Glück gehabt. Münzen. Wow, das ist eine fette Beute. Das ist eine fette Truhe. Nehmen wir gern alles mit. Tja. Ein bisschen Erz nämlich auch bekommen. Hä? Hey. Tja, wo ist jetzt der komische Hampelmann? Hat er jetzt genug, oder? Will jetzt noch mal eine aufs Maul. Wer bist du? Butler.
Jetzt bin ich verwirrt. Bist du Cheese? Hallo? Cheesecake? Cheese, da ist er. Halt. Cheese? Nein, Cheese. Cheese, Cheese. Hey, du. Ja, du. Hey, du. Ja? Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Aha. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was okay. Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Ja, danke. Aber, warum hast du mir diese Sache erzählt? Warum hast du mir die Sache mit Bloodwin erzählt? Weil hier eine Hand die andere wäscht. Du siehst nicht so aus wie einer, der das nicht begreifen würde. Und weil ich dir jetzt einen Gefallen getan habe, möchte ich dir Gelegenheit geben, dich zu revanchieren. Mhm. Und was hast du da gedacht? An was hattest du denn da gedacht? Ich habe kein Erz mehr und Bloodwin hat schon versucht, das letzte Bröckchen aus mir rauszupressen. Mhm. Jetzt, wo ich dir geholfen habe, könntest du ihm doch meine 10 Erz geben, oder? Sag ihm, sie kommen von mir. Ich werde sehen, was ich machen kann. Für dich zahlen? Vergiss es, vergiss es. Ich schulde dir gar nichts. Ich schaue, was ich machen kann. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke, Mann. Du bist meine Rettung. Sag mir Bescheid, wenn die Sache gelaufen ist, ja? Und Hunos Schwert? Wie? Ich weiß nichts davon. Nun spuck schon aus. Ich weiß, dass du etwas mit der Sache zu tun hast. Schon gut, ich geb's ja zu, ich hab das Schwert gestohlen. Siehste? Schlingel. Ich bin auf das Erz angewiesen, sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld mehr zahlen. Ich hab das Schwert an einen Hehler aus dem neuen Lager verkauft. Aha, Mordrak. Mordrak, hieß der Kerl. Ich glaube, er hält sich immer in der Nähe des Südtors auf. Das Ganze wird ganz schön teuer. Wenn du das Schwert willst, red mit ihm darüber. Okay. Du hättest auch die Münzen an Diego abgeben können, du Depp. Dann hättest du wieder 30 gehabt. So ein Pfosten. Was macht? Hallo, Herr Bloodwin. Ich hab's mir überlegt. Nein, Cheese schickt mich hier 10 Erz. Jesse schickt mich. Ich will seine 10 Erz für ihn zahlen. Du solltest lieber deine 10 Erz zahlen. Vergiss Jesse. Er ist ein Verlierer. Und wird sowieso bald draufgehen. Alter. Nein, ich werde für ihn zahlen. Hier, nimm die 10 Erz und jetzt lass ihn in Ruhe. Wie du willst, Mann. Wie du willst. So. Dann gehen wir noch schnell Bericht erstatten. Hey, du. Ja, ich will nur reden mit ihm. Hey, du. Schulden beglichen. Ich habe Bloodwin bezahlt. Ja? Gut. Dann sind wir ja jetzt quitt. Mhm. Genau. Eine Hand wäscht die andere. Genau, eine Hand wäscht die andere. Sehr gut. Jetzt ist nur noch der komische Kauz da ein Problem. Hey, ist jetzt schon wieder zu Hause, oder? Seitdem er angefangen hat zu bluten? Was machst du da? Nix. Wenn ich dich erwische, bist... Na, ich will nur schauen, ob es den Deppen gut geht. Hm. Weg. Gut, dann würde ich sagen, das können wir auch wieder speichern. So. Hätten wir eine Quest weiter. Dann müssen wir wieder zu Mordrak. Können wir gleich da durchlaufen oder da runter gehen. Oh je. Das war Absicht. Ja. Ist hier jemand drin? Ja, ja, der schläft. Kann ich nicht ausrauben. Wer hätte das gedacht? Mordrak also. Okay. Hier schläft jemand. Wie schaut's jetzt hier aus? Fisk. Ich speichere mal ganz kurz. Ich will es nur mal ausprobieren. So. Verdammt. Ich will es ausprobieren. Aber es scheint zu klappen, dass wir was stibitzen können. Also. Kleinen Moment Geduld. Verdammt. Machen wir mal die Truhe hier auf. Nächstes die eine. Dass wir wieder zu Geld kommen. Jawohl. 80 Erzbrocken. Oh yeah, das hat sich ausgezahlt. Yes, na, sehr gut.
Das hat sich ausgezahlt. Dann Bier, Wein, gebratenes Fleisch und Brot. Sehr nice. Hey. Was wollt ihr? Nix, bin schon weg. Ich wollte gar nichts, ich bin schon weg, schau. Bin schon futsch. Ist nichts passiert? Cool, muss ich sofort speichern. Ich wollte nur schauen, wie er schläft. Ehrlich, mehr nicht. So, Mordrak. So, jetzt ist die Frage, ob er jetzt auch schon zu Bett gegangen ist oder ob er noch da oben stehen tut. Aber ich denke, der wird schlafen gegangen sein. Dann müssen wir fast sein Haus finden. Das ist... Ah, na, da steht er. Nein. Hier. Hallo. Neues Lager. Lager ist nicht gut genug Platz. Ich will das Schwert kaufen, das Jesse dir verkauft hat. Ach, das Ding wird dich einiges kosten. Super. Wie viel willst du dafür? 200 müssten schon drin sein. Boah, mich trifft der Schlag. Ach Gott. Da nimm. Gut, hier ist dein Schwert. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Na, bin ich mir jetzt so sicher. Dein ganzes Erspartes ist wieder weg. So, jetzt wieder zurück zu dem Trottel. Hoffentlich gib uns das Geld zurück. Was sonst hau ich denn? Echt? Ich hau den wirklich. Hau den Lukas. Kannst sagen, hau den Jesse. Jesse? Jesse Kowski. Hallo. Ende. Achso, ich bin doof. Das brauche ich mir nicht mehr geben. Ich muss zum Schmied. Ach, du Heilige. Wo war jetzt der Schmied schnell? Andere Richtung, glaube ich, oder? Da musste ich hier lang. Ich bin doof. Entschuldigung. Muss ich ja dem Schmied zurückgeben. Nicht ihm. Ach, wo bin ich nur mit dem Kopf? Nicht da. Der Part ist, glaube ich, auch gleich zu Ende. Tja, meine Nase juckt. Mimi. Nee. Hä? Brago. Hallo? Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. So, und was willst du von mir? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Brago, einer von Gomez Schatten. Schatten? Ja, wir Schatten gehören genau wie die Gardisten zu Gomez Leuten. Sobald du hier in der Kolonie zu Gomez Leuten gehörst, wirst du ein angesehenes Leben, angenehmes Leben führen. So. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Du bist einer von Gomez Leuten, kannst bla bla bla. Du willst in die Burg, was hast du denn da? Was hast du denn davor? Ich möchte zu Gomez vorgelassen werden. Botschaft, nein. Gomez vorgelassen werden, sicherheitshalber. Weil Gang will er uns umbringen. Dann nimmt er uns den Brief weg. Hey, vergiss es. Selbst wenn du es bis in die Burg schaffst, wirst du ganz bestimmt an den Wachen des Erzbaronhauses scheitern. Erst wenn du auf Befehl von Torus vorgelassen wurdest, wirst du auch zu Gomez kommen können. Ich will wissen, wie das läuft. Für Neulinge gar nichts, außer jede Menge Ärger. Wenn ich dir einen Tipp geben soll, dann pass auf, wem du hier auf die Füße trittst. Einige, die hier reingeworfen geworden sind, sitzen hier wegen weit mehr als einem gestohlenen Apfel. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Hätte ich ihm das jetzt sagen sollen mit dem Brief? Dann verhaut er mich. Ich will aber nicht.
So, aufs Dach, wenn es geht. Sehr gut. Wow, langsam. So. Jetzt sind wir darüber. Dann da hoch. Und da drüben müsste der Schmied sein. So, dann haben wir das mit dem Schwert auch gelöst. Ich hoffe. Würdest du bitte? Oh, ruck. So geht's auch. Da müsste das auch gelöst sein. Schläft er? Nein. Da ist jemand anderes zu Hause. Tap, 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 tap. So. Wer wohnt hier? Das könnte der Schmied sein. Ja. Hey du. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Schmiede versuchen, Schmieden verbessert. Ich hab dein Schwert so. Jawohl. 50 Erz nur. Gute Arbeit. Dann jetzt endlich sein Schwert geben. Gar nicht wissen, wer es gestohlen hat. Nein, mir ging es nur um das Schwert. Hier geht jeder Tag was weg. Du könntest also das halbe Lager verpetzen. Bevor ich es vergesse, hier deine Belohnung. Ja, danke. Danke, mach's gut. Voll der Verlust. Voll der Verlust. Naja, was soll's. Hauptsache, wir kriegen Erfahrungspunkte, ne? Hartes Geschäft. Und ich glaube, der Part ist zu Ende. Ihr Lieben, lassen wir's gut sein wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!